Okay, Chat, gehen wir rein. Sehr interessantes Thema. Ich habe gegen Twitch vor Gericht gewonnen. Er war richtig vor Gericht. Der gute Kuchen TV. Ich bin sehr gespannt. Lass uns mal direkt reingehen, weil ich war ja auch damals auf Twitch gebannt. Und der gute Solmecke hat es wieder hingekriegt. Muss ich mal sagen. Grüße gehen raus. Schalten wir mal direkt rein. Und ich werde sagen, let's go. Nochmal hier schön die Qualität hochschrauben. Oh, gefällt mir. Der Junge hat Smile Rocks an. Grüße gehen raus, mein Lieber. Jo, Freunde der Entsperrungen, es ist passiert. Vorgestern war ich gegen Twitch vor Gericht. Krass. Und ich habe gewonnen. Ich bin tatsächlich wieder entsperrt. Das Video sollte eigentlich bereits gestern kommen, allerdings haben wir den Sieg natürlich gebührend gefeiert. Okay, let's go. Aber was ist überhaupt passiert? Chuyoka hat im Dezember... Ach, guck mal, ich habe mal auf Instagram hat er das, glaube ich, gepostet. Hat er wirklich eine goldene Schallplatte von Bushido ersteigert? Oder ist das alles ein Running Gag oder sowas? Also, wie kennt ihr da die Story zu? Ich habe das irgendwie bei Instagram gesehen, da hat er es, glaube ich, gepostet. Oder war das auf Twitter? Ich weiß nicht. Arafat hat die versteigert. Echt jetzt? Alle Platten. Hat er die wirklich für 16.000 Euro ersteigert? Krass. Ist er auch mal auch so ein Bushido-Fan oder hat er das nur so irgendwie... Ich weiß nicht. So zum Provozieren oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist überhaupt passiert? Chuyoka hat im Dezember einen 3-Stunden-Livestream gemacht, wo sie viele Lügen über Leute wie mich oder Monte erzählt hat. Wir haben dann ebenfalls darauf reagiert und einen 7-Stunden-Livestream gemacht. Und der ist gegen Ende hin vielleicht ein kleines bisschen eskaliert. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. 2 Tage später hat mich dann Twitch permanent gebannt mit der Begründung Belästigung aufgrund eines persönlichen Traumas. Was wow. By the way ziemlich lustig wow. Ist. Ein Twitter-Nutzer hat vor der Verhandlung großkotzig gesagt, ja, du wirst verlieren, zu 100% und ich wette 500 Euro darauf. Nachdem die Verhandlung dann gewesen ist, hat er allerdings den Tweet gelöscht. Ich habe aber einen anderen Tweet, wo er ebenfalls nochmal diese 500 Euro erwähnt. Und nicht nur das, er hat mit einem anderen Twitter-Nutzer sogar um einen Amazon-Gutschein um 100 Euro gewettet. Also, wo bleiben jetzt die 500 Euro? Und der 100 Euro Amazon-Gutschein. Den wollen wir sehen. Dass ich nicht wieder entsperrt werde. Naja, und was ist passiert? Der Typ hat jetzt seinen Account gelöscht. Oh. Was für ein Loser, Alter. Die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze jetzt vor Gericht gelaufen? Wir haben ja eine einstweilige Verfügung beantragt und das Gericht in Braunschweig hat dann trotzdem gesagt, dass es eine mündliche Verhandlung dazu geben soll. Am Anfang war das Ganze auch etwas schwierig. Jetzt interessiert mich aber, weil ich musste immer mit Twitch Amerika kommunizieren, wo ich gebannt wurde. Wer war denn da jetzt vor Gericht also von der Twitch-Partei? Das wird mir, oder waren die quasi gar nicht da? Geht ja auch. Und dann, also das, jetzt wird es interessant. Da musste erstmal entschieden werden, ob ein deutsches Gericht überhaupt dafür zuständig ist. Richtig. Twitch versucht nämlich alles, dass genau das nicht zählt, sondern das Ganze nach US-amerikanischem Recht geregelt ist. Mhm. Es gibt in der Monetarisierungsvereinbarung von Twitch, die jeder Partner und Affiliate unterschreibt, einen Punkt, wo gesagt wird, dass das Ganze unter der Schiedsgerichtsklausel fällt. Mhm. Twitch möchte sich damit natürlich nur absichern, dass sie sich nicht so genau an deutsche Gesetze halten müssen. Bevor es weitergeht, ganz wichtige Sache darf ich nicht vergessen. Und zwar... hat Neosubs gerade die 4 für 3 Aktion. Was heißt es? Ganz einfach. Wir gehen jetzt mal hier rein, Clear Isolat von Neosubs, in den Warenkorb rein und kaufen davon 4 Stück. Und das Gute ist, du bekommst, wenn du 4 Produkte kaufst, das günstigste Produkt davon gratis einfach. Also musst du nicht bezahlen. Das heißt, du bezahlst für 3 Produkte. Und wenn du jetzt quasi 4-mal Clear Isolat hast, kriegst du ein Clear Isolat, weil das ja, da gibt es kein günstiges Produkt, kriegst du ein Clear Isolat einfach pro Bestellung quasi geschenkt. Dann geht ihr hier runter, gibt dann den Rabattcode ein von mir, zack, bupp. Und dann gibt ihr hier Code Flying ein und dann bekommt ihr nochmal Rabatt obendrauf. Und dann seht ihr, guck mal, hier ist auch ein Clear durchgestrichen. 27,99 hast du gespart. Plus mein Gutscheincode 10% nochmal on top. Und wenn ihr quasi euch andere Produkte kauft, wenn ihr jetzt zum Beispiel, okay, ihr wollt Kreatin haben in dem Warenkorb. So, dann wollt ihr, gehen wir hier zu den ganzen Vitaminen und so weiter. Wollt ihr noch ein Multivitamin haben? Ja, machen wir das mal. 2-mal jetzt im Warenkorb rein.
Ja, und damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und auch da bekommt ihr dann quasi das günstigere Produkt gratis. Und das ist hier in dem Fall das Multivitamin. Da habt ihr dann 20 Euro gespart plus den Gutscheincode FLYING. Spart ihr auch nochmal 10% obendrauf. Also gönnt euch auf jeden Fall die Aktion. Meine Empfehlung natürlich, holt euch schöne Vision Ways 4 Stück oder 4x Kreatin. Da müsst ihr nur 3 bezahlen und bekommt ein Kreatin gratis geschenkt einfach. Also da könnt ihr euch richtig austoben. Das hat aber zum Glück nicht funktioniert. Das Problem ist nämlich darin, dass es halt einfach eine Unverhältnismäßigkeit ist. Ich als Nutzer der Seite habe ja gar keine andere Möglichkeit, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Affiliate werden möchte, dass ich das unterschreiben muss. Durch dieses Ungleichgewicht kann Twitch ja quasi alles reinschreiben, was sie möchten, weil entweder ich nehme das halt an oder ich habe halt einfach Pech. Der Rest des Verfahrens ist tatsächlich dann sehr, sehr gut für uns gelaufen. Unter anderem haben die Anwälte von Twitch damit argumentiert, dass ich ja gar nicht auf Twitch angewiesen bin und deswegen auch nicht entsperrt werden soll. Unter anderem, weil in meiner Bio bei Twitter YouTube-Millionär steht. Das haben die wirklich gesagt. By the way, steht da auch Model und Politiker. Oh Mann, ey, krass, was die versuchen alles. Das ist so heftig. Der Chat schreibt gerade, dass ich mich auch mal wieder einklagen soll. Ja, ich bin tatsächlich kein Partner, kein Affiliate, kein nichts. Also, vielleicht soll ich es auch mal machen. Mal so nebenbei. Ansonsten. Aber dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, du hast es doch nicht nötig, du bist doch davon nicht abhängig, du hast doch dein Unternehmen und so weiter und so fort. Ansonsten gab es auch noch die beste Aussage von den Twitch-Anwälten, wo ich wirklich kurz davor gewesen bin zu verlieren. Und zwar ging es ja, wie gesagt, um diesen 7-Stunden-Livestream, den wir zu Shoyoka gemacht haben. Und logischerweise war dieser Stream zwar den Richtern bekannt, aber die haben sich natürlich diese 7 Stunden nicht angeguckt, denn wer hat die Zeit für sowas? Ja. Twitch wurde also vom vorsitzenden Richter gefragt, ja, okay, also wir haben jetzt hier diesen 7-Stunden-Livestream, aber was genau hat er denn gemacht? Und deren Antwort war wirklich unironisch, erstmal zu sagen, naja, also Hassrede halt, ne? So Hassrede und sowas. Sie gingen sogar noch weiter und konnten nicht nur kein Zitat dafür nennen, was ich denn genau falsch gemacht haben soll, sondern haben dann wirklich vor Gericht gesagt, naja, also eigentlich muss ja KuchenTV erstmal beweisen, dass er das nicht getan hat. Ah, die Anwälte haben wirklich so argumentiert, dass ich beweisen soll, dass ich in diesen 7 Stunden keine Hassrede begangen habe. Also, du, da kann er doch sagen, guckt euch meinen 7-Stunden-Livestream an, hier ist der Beweis quasi. Aus mehreren Punkten einfach gar keinen Sinn. Erstmal ist es in Deutschland so, dass deine Schuld bewiesen werden muss und nicht derjenige, der angeklagt ist, seine Unschuld. Das würde ja auch wenig Sinn machen. Dazu, wie soll ich das Ganze beweisen? Soll ich jetzt meinen 7-Stunden-Livestream aufschreiben und dem Richter geben oder das Ganze vortragen oder was? Wie lange soll denn das dauern? 7 Stunden oder was? Die Frage, die ich mir als Real Talk gestellt habe, ist, wie unvorbereitet können diese Leute eigentlich vor Gericht erscheinen? Krass. Anscheinend war deren einziges Argument, beziehungsweise das, was sie halt durchbringen wollten, dass deutsche Gerichte gar nicht zuständig sind, da sie wahrscheinlich ansonsten sowieso wussten, dass die da sehr, sehr schlechte Karten haben. Dass ich in diesem Stream auch mal härtere Worte gewählt habe, ist ja auch zu 100% richtig. Aber ich stehe da immer noch komplett hinter. Ich habe nicht beleidigt, ich habe keine Hassrede betrieben. Und ich bin ehrlicherweise auch davon ausgegangen, dass sie wenigstens 2 oder 3 Zitate aus dem Stream nehmen, da wir ja, wie gesagt, tatsächlich auch 1-2 Mal härtere Worte gewählt haben. Allerdings kam da wirklich einfach gar nichts von denen. Krass, sie sind einfach da angetanzt. Haben sich nicht mal die ein oder andere Szene, Sekunde, Minute oder halbe Stunde mal angesehen. Einfach, okay, wir müssen heute, wann müssen wir da sein? Ah, 11.30 Uhr, komm, gehen wir da mal hin. Standard, kriegen wir schon hin. Krass. Joker hatte ja auch vorher über uns gesprochen. Das heißt, wir sind gerade in einem Konflikt, wir fronten uns gegenseitig. Und nicht nur, dass es da auch mal härter zugehen kann, habe ich ja auch das Recht auf Gegenschlag. Und von dem habe ich auch Gebrauch gemacht. Was Twitch hier getan hat, ist ganz klar, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Denn sie haben sich ganz klar auf die Seite von Shoyoka gestellt und ihr zwar weiterhin die Möglichkeit gegeben, dass sie alles über mich online sagen darf, ich auf Twitch aber nicht mehr die Möglichkeit habe, irgendwas dazu zu sagen. Dass sie anscheinend wirklich auf Shoyoka reingefallen sind, haben die so durch die Blume eigentlich auch selber gezeigt, mit dem, wie sie ansonsten argumentieren. Haben. Die Frage, die der vorsitzende Richter gestellt hat, ist nämlich, wie das mit den Sperrungen und Meldungen so läuft und ob man die Streams hinterher noch sehen kann. Die Anwälte meinten, dass es halt Massenmeldungen zu meinem Stream gegeben hat. Ist ja auch nicht verwunderlich, denn Shoyoka hat ja etliche Tweets dazu rausgehauen. Twitch meinte dann dazu aber auch, dass das Ganze halt relativ schwierig ist, weil das ist ja ein Livestream und den kann man hinterher natürlich nicht mehr sehen. Und das ist halt einfach ganz klar gelogen, denn ich habe diese Archivfunktion angeschaltet und das sieht man auch daran, dass Shoyoka selber 2 Tage später einen
einen Screenshot gepostet hat, wo dieses VOD, also der Livestream, auf Twitch gewesen ist mit über 100.000 Aufrufen. Also das muss Twitch auf jeden Fall gesehen haben. Dazu haben sie mich ja auch erst 2 Tage später gesperrt und nicht während dem Stream. Also das hier ist halt wirklich einfach eine Unwahrheit gewesen. Die Anwälte haben selber gesagt, dass ich wegen Massenmeldungen gesperrt worden bin. Wahrscheinlich auch deswegen konnten sie mir halt überhaupt kein Zitat nennen, weil die sich damit wahrscheinlich selber nicht wirklich befasst haben. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Shoyoka macht Dutzende Tweets über mich, wo sie irgendwas über den Stream labert. Bringt dann ihre Community dazu, dass sie mich durchgehend melden und Twitch prüft das Ganze nicht mal richtig, sondern sagt dann irgendwann einfach, ja, also so viele Meldungen, die müssen schon recht haben. Wir sperren jetzt KuchenTV auf ewig. Wie gesagt, kommt das ja sogar noch dazu. Ich wurde ja permanent gesperrt. 3 oder 7 Tage wäre zwar genauso falsch gewesen, aber zumindest hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, irgendwann wieder zu streamen. Der Vorsitzende Richter hat dann ebenfalls über die Twitch-AGB geredet und dort hat er gesagt, ich zitiere, dass das harter Tobak ist, weil diese viel zu weit gehen, Twitch viel zu viele Rechte einräumen und deswegen teils oder sogar komplett ungültig sind. Mhm. Twitch nimmt sich halt das Recht raus, jeden Nutzer einfach so willkürlich zu sperren, auch so lange, wie sie wollen. Und dieses Recht haben sie nun mal einfach nicht. Und es gab ja davor auch schon sehr viele Urteile, die das Ganze auch nochmal bestätigen. Ein Scorus beispielsweise wurde ja auch mal gesperrt und hat sich vor Gericht ebenfalls wieder freigekämpft. Twitch hat damit einfach die Meinungsfreiheit eingeschränkt, während eines Konfliktes, den ich mit Shoyoka hatte. Es ist ja nicht mal mehr nur so, dass ich mich nicht mehr dazu äußern kann, sondern im Grunde kann auch kein anderer mehr vernünftig auf diese ganze Situation eingehen. Mhm. In den Twitch-Regeln steht nämlich, dass sobald ein Nutzer gesperrt ist, er nicht mehr Inhalt eines anderen Streams sein darf. Das war ja bei mir das Krasse. Plötzlich wollten auch viele Streamer, haben dann gar nicht mehr mit dir zu tun gehabt, so, weil er ist ja eh gebannt, ich darf nicht mal seinen Namen erwähnen und so weiter und so fort. Das habe ich voll gemerkt. Du bist quasi komplett ausgeschlossen. Und du merkst es auch richtig, ne? Du merkst dann richtig so in dieser Twitch-Streaming-Bubble, teilweise dann ja auch irgendwie YouTube. Du bist dann immer weiter weg von allen anderen. Das ist echt heftig. Und jemand, der dann davon abhängig ist, weil er halt vom Beruf Streamer ist, das kann richtig, wie soll ich euch sagen, den einen oder anderen denn quasi weghauen. Das bedeutet, dass niemand mehr die Möglichkeit hat, beispielsweise auf mich zu reagieren, da diese Person ansonsten ebenfalls gesperrt wird. Aus dem Grund durfte ich ja beispielsweise auch nicht aufs Monte-Event, sondern erst danach da sein, weil man mich auf Twitch nicht sehen darf. Und daher ist das Urteil auch absolut richtig. Dort steht nämlich drin, dass Twitch erstmal mein Konto wiederherstellen muss, genauso wie es vorher gewesen ist. Das ist tatsächlich auch schon passiert. Und sie dürfen mich auch nicht mehr einfach so sperren, sondern müssen, wenn sie mich sperren wollen, das vorher ankündigen und mir rechtliches Gehör dazu geben. Der Vorsitzende Richter hat am Ende auch Twitch gefragt, ob es denn die Möglichkeit einer Einigung gibt. Das hat Twitch einfach verneint. Und das sind halt so Dinge, die ich halt wirklich nicht nachvollziehen kann. Was hat Twitch denn davon, mich permanent sperren zu lassen? Ja, ich weiß, ich bin teilweise kontrovers. Ich gehe vielleicht auch manchmal an die ein oder andere Grenze, aber halte mich rechtlich gesehen an alles. Und auch an die Twitch-Regeln habe ich mich komplett gehalten. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Twitch da so einen Aufwand macht. Anstatt zu sagen, ja okay, dann bist du halt nach 7 Tagen wieder da, lassen die 2 Anwälte nach Braunschweig fahren, um dann da zu verlieren. Digga, diesen Aufwand, das wäre es mir gar nicht wert gewesen. Was kann ich abschließend dazu sagen? Für mich ist dieses Urteil wirklich extrem wichtig, logischerweise. Nicht nur, weil ich Influencer bin, sondern weil ich natürlich auch in diesen 1,5 Monaten teilweise weniger Einnahmen gemacht habe. Es konnte wirklich niemand auf mich reagieren und ich hoffe natürlich, dass Monte vielleicht nochmal die ein oder andere Reaction raushaut oder dass andere Influencer ebenfalls machen. Dadurch erhöhe ich logischerweise meine Reichweite und kann mehr Leute erreichen. Außerdem kann ich jetzt wieder ein Teil der Szene sein. Das heißt, ich hoffe, dass ich beim nächsten Monte-Event auf jeden Fall am Start sein kann. Ich werde vorher keinen Saufstream zur Shoyoka machen. Natürlich hat Twitch jetzt noch die Möglichkeit, in ein Hauptsacheverfahren zu gehen, also nochmal vernünftig zu klagen und mich wieder sperren zu lassen, sollten sie denn dort gewinnen. Allerdings denke ich nicht, dass sie das tun. In keinem vergleichbaren Fall, zumindest ist es mir nicht bekannt, sind sie dann wirklich nochmal in ein Hauptsacheverfahren gegangen und auch dort sind die Erfolgsaussichten absolut gering und es würde wahrscheinlich beim jetzigen Urteil bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wichtig ist, mich loszuwerden, dass sie sich diesen Stress jetzt machen, aber sie könnten auf jeden Fall. Auf jeden Fall ziehe ich jetzt auch wieder komplett durch. Vielen lieben Dank auch nochmal an meinen Anwalt Dr. Nick Sarafi. Der hat wirklich unglaubliche Arbeit geleistet. Der hat vorher schon ein... Dr. Nick Sarafi, vielleicht sollten wir uns mal connecten. Ich bin seit meinem großen Bann kein Twitch-Partner mehr. Vielleicht kannst du was deichseln. 110% gegeben, hat wirklich super Texte für die Gerichte vorbereitet und auch im Gericht hat er komplett abgeliefert und hat die Twitch-Anwälte sehr alt aussehen lassen. Also lasst auf jeden Fall mal Liebe da, ihr findet ihn bei Facebook, Twitter und überall sonst so im Internet. Lustig ist auch, dass so Leute wie Tilde Floste, die sich vorher noch großkotzig gefreut haben, dass ich ja von dem Bundesverfassungsgericht nicht weitergekommen bin, jetzt irgendwie ziemlich ruhig sind. Die haben gar nichts zu meiner Entsperrung gesagt.
Habt ihr noch irgendwas zu sagen oder wie sieht's da aus? Auf jeden Fall, wenn ihr das seht, bin ich vielleicht schon live oder war ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann ich heute streame. Wir sehen uns hoffentlich auf Twitch. Lasst mir den Prime-Sub da und wir sehen uns bis dann. Okay, thanks, bye. Das freut mich auch für den guten Tim. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann das komplett nachvollziehen. Wie lange war ich eigentlich gebannt, Chat? 2 Jahre waren das, ne? Auf Easygoing. Bis meine Frau mal zu mir gesagt hat, so, oder knapp 2 Jahre, du Schatz, hol dir doch auch mal einen Anwalt. Da habe ich gesagt, ja, okay, komm. Ich habe da schon fast die Hoffnung gefühlt aufgegeben. Aber ja, anscheinend ist es mittlerweile schon Standard. Einfach Anwalt anschalten bei Twitch, weil Twitch übertreibt es eh, so gefühlt. Ja, bei mir war das wirklich sehr, sehr lange.